So, einen recht schönen guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich sehr hier über das Seminar. Moment, jetzt bin ich hier verrutscht mit der Folie. Augenblick. So, jetzt sind wir richtig. So, ihr Lieben, herzlichen Dank für eure Anmeldungen. Ich freue mich sehr darüber, über die mit zahlreichen Anwendungen. Ich bedanke mich auch über die Bewertungen auf meiner Akademie, über das Abonnieren. Ja, vielen herzlichen Dank. Es sind sehr viele oder einige neue Menschen dabei. Ja, auch die, nehme ich Zeit, alle herzlich begrüßt zu dem Thema, woran erkennt man, dass es sich nicht um die weiße Magie handelt. So, es gibt die weiße Magie, ihr Lieben, es gibt die schwarze Magie. Nicht? So. Ich selber habe vor einigen Jahren die Erkenntnis gemacht, die Erfahrung gemacht mit der schwarzen Magie. Ja, die war eigentlich weniger schön. Ja, und ich habe mir auch lange überlegt, soll ich dieses Thema nehmen? Oder was heißt überlegt? Ich habe gedacht, ja, ich tue es. Ja, es gibt bestimmt Menschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, hallo, Mara, guten Abend, Klaus. Und wie auch ihr alle jetzt da seid, ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Anmeldung. Ja, so, das als Rückmeldung nochmal. Und wie gesagt, das ist hier das heutige Thema. Ja, und es gibt unzählige Möglichkeiten, wie sich die schwarze Magie, sage ich jetzt mal so, immer versucht einzuschleichen, ja, einzuschlichten, sage ich jetzt mal so. Es gibt auch sehr viele. Einige, sage ich jetzt mal, die ich kenne, auch von meinen Erfahrungswerten her oder von den Erfahrungswerten her von meinen Klienten. Ja, und ganz kurz zur Technik: Ist alles okay? Ihr hört mich, ihr seht mich. Ja, ich winke mal hier in die Kamera. Huhu. Ja, ist alles okay soweit? Ja, alles gut. Wenn es Probleme geben sollte, bitte Bescheid sagen, dann kann man das natürlich beheben, soweit es machbar ist, nicht? Alles bestens, danke Klaus. Ich gehe immer in die gewisse Du-Form über. Ich hoffe, es hat keiner was dagegen. Ja, und ich freue mich auch jetzt ganz besonders über den Klaus, weil ich war schon auf zwei Seminaren bei ihm. Ich kann da nur sagen, top. Ja, ich möchte jetzt keine Werbung machen. Oder ich habe es vielleicht doch gemacht. Ja, also ganz toll, ganz klasse. Und ich finde es auch dann immer schön, wenn man sich so dann quasi gegenseitig besucht, nicht? So, ihr Lieben, die Möglichkeiten, wie gesagt, diese schwarze Magie, sage ich jetzt mal, zu erkennen. Ja, es gibt eine goldene Regel: Höre und lausche auf dein Bauchgefühl. Ja, ich kann das jetzt nur so sagen oder auch rüberbringen, sage ich jetzt mal. Ja, und das nimmt alles, was man fühlt und was man spürt, ist wahr. Echt? Das ist einfach so, weil unser Verstand, es ist okay, es ist in Ordnung, dass wir ihn alle haben, dass wir ihn alle bekommen haben, das ist richtig. Ja, aber nimmt alles, wie gesagt, vom Bauchgefühl her, von der Institution her, kann man auch sagen, alles, was man fühlt und was man spürt, ist wahr. Ich möchte gerade mal ein Beispiel erläutern oder ein Beispiel erklären. Wenn man jetzt zum Beispiel sich irgendwo aufhält in einem Saal oder in einem Raum. Man kommt in ein Gespräch mit einem Menschen, sage ich jetzt mal so. Ja. Die Menschen können jetzt nichts dafür, was ich jetzt hier sagen möchte. Ja. Aber man fühlt oder man spürt es sofort, sage ich jetzt mal so, ob die weiße Magie, sage ich jetzt mal, aufhaben und auch die schwarze. Also beide Kanäle. Nicht? Das sind da sogenannte Kanäle, Energiekanäle, Lichtkanäle gesagt, ja, sage ich jetzt mal so. Und es gibt sehr viele Menschen, auch im spirituellen Bereich, esoterischen Bereich. Ich arbeite selber seit einigen Jahren in diesem Bereich, ja. Und es ist aber tatsächlich so, dass es sehr viele gibt. Ja, es ist keine Be- oder Verurteilung, ja, aber es gibt sehr viele, die haben beide Kanäle offen. Es ist jedem
seine Entscheidung, nämlich was er tut, was er macht, ja, die Verantwortung, die hundertprozentige Verantwortung, sage ich jetzt mal so, die muss jeder für sich selber tragen, mit was er arbeitet. Viele oder einige, sage ich jetzt mal so, die versuchen auch das untereinander auszuspielen, ja, also so Art auszuspielen. Und das sind halt auch die Möglichkeiten, die man hat, nicht? Ich persönlich